Hallo, mein Name ist Isabel Belzer. Ich bin eine unabhängige OB-Kandidatin, werde von dem Bündnis der Linken, der Klimaliste Mannheim und der Tierschutzpartei unterstützt. Wir sind hier an meinem Lieblingsplatz, dem Mannheimer Schloss, mit dem ich viele Kindheits- und Jugenderinnerungen verbinde. Und ich möchte als Ihre OB-Kandidatin Mannheim lebenswert, sozial und bunt machen. Isabel Belzer ist gebürtige Mannheimerin. Sie ist auf dem Lindenhof und in den Quadraten aufgewachsen. Die 47-Jährige ist alleinerziehende Mutter einer 8-jährigen Tochter. Und die ist über die neue Bekanntheit der Mama sehr erfreut. Meine Tochter ist natürlich ganz stolz. Sie sagt dann immer, Mama, guck mal, da hängst du. Auch wenn wir in der Bahn unterwegs sind, fallen ihr gleich meine Plakate auf. Und mir ist es immer etwas unangenehm, aber sie findet es toll. Die Zeit mit ihrer Tochter ist für Belzer durch nichts zu ersetzen. Erst als die Betreuung des Kindes geklärt ist, sagt sie der OB-Kandidatur zu. Neben dem Schloss hat sie einen weiteren Lieblingsort in Mannheim und der ist eng mit ihrer Tochter verbunden. Der Spielplatz am Schillerplatz. Das ist die Kinderkrippe meiner Tochter. Sie ist hier groß geworden. Mit ihr bin ich schon hierher gegangen, da war sie so ein halbes Jahr alt. Und ja, bis zur Schule haben wir hier die meiste Zeit verbracht und daher verbinde ich damit schöne Erinnerungen. Reichlich Freude hat Belzer auch an ihrer Arbeit. Sie ist gelernte Altenpflegerin und Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen. Sie arbeitet als Krankenschwester in Ludwigshafen. Die soziale Tätigkeit ist ein aus ihrer Sicht großer Vorteil für die mögliche Arbeit als Oberbürgermeisterin. Es gehört dazu, dass man das Herz an der richtigen Stelle hat und die Pflege macht es für mich, glaube ich, ziemlich einfach, Soziales mit einzubinden. Ich arbeite im Bereich der A-, B- und C-Klinik. Das heißt, ich habe jeden Tag auch ein anderes Fachbereich, wo ich mich einstellen muss. Und man braucht einfach auch viel Verständnis und Empathie im Sozialwesen, genauso wie im Gesundheitswesen. Und deswegen denke ich, das passt ganz gut. Belzer hat sich 2017 zu den Linken bekannt. Seit 2019 ist sie Mitglied im Kreisvorstand der Mannheimer Linken. Neben den ihr wichtigen Themen wie unter anderem kostenfreie Kita-Plätze und eine bessere Entlohnung will sie mit ihrer Kandidatur vor allem auch Frauen bestärken, ihre Vorstellungen zu verwirklichen. Als Frau, auch als schwarze Frau, möchte ich einfach ein Zeichen setzen, anderen Frauen Mut machen, sie motivieren. Hey, steht für eure Visionen ein, ja, für eure Ziele, und die euch wichtig sind. Und steigt in die Politik ein, setzt ein Zeichen, macht was draus. Das ist auch Belzers Anspruch, wenn sie am Sonntag zum ersten weiblichen Stadtoberhaupt gewählt werden sollte.